Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Prognose für die WM 2017-2018. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode zum nächsten Part der WM-Analyse bzw. Gruppenanalyse für die WM 2018 in Russland. Heute sind wir angekommen bei Gruppe F und damit verbunden natürlich in der deutschen Gruppe, bestehend aus Deutschland, Schweden, Mexiko und Südkorea. Sehr, sehr interessante Gruppe mit einer Menge Potenzial und einer Menge Überraschungspotenzial. Die Frage ist, wie wir das Ganze ausgehen. Das werden wir heute in diesem Video thematisieren. Ich bitte euch natürlich wieder um eure Mithilfe und eure Mitdiskussion in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich bin gespannt, wie ihr die drei Teams außerhalb von Deutschland und natürlich auch Deutschland seht. Und ja, ihr könnt gerne mal in der Videobeschreibung vorbeischauen, das sage ich direkt. OneFootball, eure App für die neuesten Live-Scores, Transfergerüchte, Kaderinformationen, meine Partner-App, die definitiv für euch nützlich ist. Ich benutze sie auch sehr oft und ihr bekommt alle Informationen zur WM, gerade bei Deutschland könnt ihr folgen, wenn euch die ganzen Informationen zu den Spielern und zu den Spielorten und so weiter interessieren. Checkt das auf jeden Fall ab, es lohnt sich und ist kostenlos und unterstützt mich damit und die App ist nützlich für den Alltag, nicht nur für die WM, von daher umso besser für euch. Instagram, Twitter, wenn ihr mit mir kommentieren beziehungsweise diskutieren möchtet, könnt ihr auch gerne auschecken. Beides in der Videobeschreibung. Instagram MGT24 und bei Twitter heiße ich MaxGamingTV. Der alte Name, der hat sich da immer noch nicht geändert. Ja, deswegen checkt das auf jeden Fall mal aus. Und wir legen los mit dem Viertplatzierten in meiner Prognose für die WM. Und das ist ein bisschen schwierig in dieser Gruppe, weil ja, die Gruppe ist sehr ausgeglichen. Natürlich abgesehen von Deutschland. Aber Südkorea, Mexiko und auch Schweden haben alle drei nicht nur vom Marktwert recht ähnliche Aufstellungen, sondern auch von der allgemeinen Qualität bzw. ja, vom Potenzial her. Natürlich ist es bei Südkorea vor allem ein Spieler, der den Marktwert hochschraubt. Südkorea hat sowieso schon den niedrigsten, aber Heung-min Son ist definitiv ein Spieler, den man nicht unterschätzen darf. Ich sage Südkorea als erstes, weil ich glaube, die werden Vierter, aber ich traue denen zu, dass sie für eine Überraschung sorgen könnten. Denn sie spielen im ersten Spiel gegen Schweden und nicht gegen Deutschland. Und ich denke, dass Schweden zwar nicht schlecht ist, aber Schweden ist schlagbar. Südkorea ist definitiv nicht Favorit, aber sie können sie besiegen. Und wenn sie dann in so einen Flow reinkommen und gegen Südkorea auch noch, gegen Mexiko auch noch gewinnen im zweiten Spiel, dann wären die wahrscheinlich weiter. Und das wäre sehr, sehr interessant. Und ich kann es mir tatsächlich vorstellen, eben weil sie gegen Schweden und gegen Mexiko in den ersten beiden Spielen spielen und eben nicht gegen Deutschland, was wahrscheinlich verlieren werden. Natürlich kann es auch sein, dass die voll auf den Sack bekommen, sowohl gegen Schweden als auch gegen Mexiko. Und halt einfach Kanonenfutter sind. Aber man soll solche Teams niemals unterschätzen. Die haben einen Kader, der hauptsächlich aus Spielern aus der heimischen Liga besteht. Da sind jetzt keine absoluten Knallernamen dabei, die man wirklich kennen müsste. Ja, Spieler von Vissel Kobe, Spieler teilweise auch aus der zweiten südkoreanischen Liga. Aber dann halt eben die zwei Leistungsträger aus der Premier League mit Sung Yong-ki und mit Heung-min Son. Und dazu halt eben Yacho-ku aus der Bundesliga. Und vor allem zwei Spielern, denen ich absolut zutraue, dass die Rising Stars werden könnten für Südkorea bei dieser WM, selbst wenn sie früh ausscheiden, ich weiß nicht, was mit aussteigen habe, auch in der letzten Episode schon, und zwar Hee Chang-wang und Seung-wo Lee. So, wer die beiden jetzt nicht kennt und sagt Gesundheit, schaut euch die mal ein bisschen genauer an. Gerade der Seung-wo Lee, der hat letzte Saison bei Hellas Verona für Aufsehen gesorgt, hat 14 Mal gespielt, zwar nur ein Tor gemacht, aber der ist ein mega talentiertes Bürschchen, kommt nämlich auch La Masia. Ist relativ früh, vor 7 Jahren, nach Barcelona gewechselt, da war er 13 und wurde in La Masia ausgebildet. Natürlich, er spielt es bei Hellas, das heißt, er hat sich anscheinend nicht so gut gemacht, aber er hat trotzdem eine Menge Potenzial, gerade Technik, ist schnell unterwegs und dementsprechend vielleicht seine Zeit bei der WM gekommen. Ich könnte es mir zumindest vorstellen, ja, weil er hat halt einfach die Qualität. So, und er wird wahrscheinlich auch spielen von Anfang an. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er zuletzt gespielt hat. Ich glaube nicht. Aber er wird seine Chance bekommen. Und wenn er die nutzt, dann Teufel komm raus. Dann auf Teufel komm raus. Und dann könnte der eine der Entdeckungen des Turniers werden. Genauso wie Hee Chang-wang. Außerdem spielt er gegen Mexiko, gegen Schweden, wo er glänzen kann, weil sie ungefähr auf Augenhöhe sind. Und gegen Deutschland, da guckt eh die ganze Welt zu. Warum nicht auch da überzeugen? Hee Chang-wang kommt von Red Bull Salzburg. Und ich denke mal, den könnten die ein oder anderen kennen, weil er in der Euroleague ja, zumindest 2 Tore geschossen hat. Hat in der Bundesliga 5 Tore geschossen. Das heißt, er ist der allertorgefährlichste Spieler. Aber er hat auf jeden Fall eine gewisse Qualität.
ist jung, ist talentiert, hat einen recht hohen Marktwert für die österreichische Liga mit 7,5 Millionen Euro. Natürlich darf man danach nicht bewerten. Ja, man darf jetzt nicht sagen, ja, der ist da sehr, sehr hoch bewertet und hat eine Menge Potenzial. Für Südkorea, der ist 12 Spiele gemacht, hat 2 Tore gemacht. Das ist nicht schlecht, das ist auch nicht überragend. Er hat vor allem als Son neben sich, deswegen die meisten Tore bei Südkorea schießt meistens Son. Aber nichtsdestotrotz, das sind gute Spieler. Vor allem dann halt eben mit Son zusammen. Die Offensive, da könnte viel gehen. Die überraschenden, beziehungsweise die Spieler, die am meisten überraschen könnten, wären Hee Chan-won und Seung-woo Lee. Und das Problem ist der Rest des Teams. Weil da gibt es keine Talente. Da gibt es nur Durchschnittsspieler aus Südkorea. Ja? Und das wird denen das Genick brechen, in meinen Augen. Aber wie gesagt, vielleicht werden sie Zweiter. Vielleicht haben sie irgendwie Spirit und gewinnen das erste Spiel und das zweite dann auch. Ich kann es mir aber nur sehr schwer vorstellen. Muss ich ganz ehrlich so sagen. So, kommen wir zu Platz 3 und 2. Und das ist genauso wie in den letzten Episoden wieder eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Denn da gibt es mehrere Optionen. Es könnte Mexiko werden. Ich sage übrigens gerne Mexiko, deswegen wundert euch nicht. Ich weiß, dass Mexiko auf Deutsch heißt. Es könnte auch Schweden werden. So. Das Ding ist, bei Schweden, da gibt es jetzt keinen Spieler, der so wirklich den Marktwert extrem hoch pusht. Aber Lindelöf und Forsberg machen halt trotzdem fast die Hälfte des Marktwerts, des Gesamtmarktwerts aus. Gerade weil Ibrahimovic nicht dabei ist, das ist die große Problematik. Das ist in gewisser Weise keine Problematik, weil Ibrahimovic ist ein Selbstdarsteller. Ibrahimovic ist einer, der das Spiel komplett auf sich fokussiert und er ist alt. Aber gleichzeitig ist das ein bisschen kritisch für die schwedische Nationalmannschaft, weil sie damit eine Qualität einbüßen, die sie eigentlich brauchen. Sie haben es auch ohne Ibra geschafft, sich zu qualifizieren, vor allem gegen Italien. Das ist definitiv respektabel. Sie kommen viel über Kampf, sie kommen viel über Mentalität und Teamgeist. Aber haben sie die Qualität im Vergleich zu Mexiko? Fraglich. Ich persönlich denke, sie werden Zweiter, aber ich kann es euch nicht wirklich sagen. Ich glaube nämlich nur, dass sie Zweiter werden, weil sie als erstes gegen Südkorea spielen. Und auch wenn ich gerade gesagt habe, Südkorea kann gegen die gewinnen, die können auch voll die Klatsche bekommen. Und wenn Schweden gut reinkommt ins Turnier und höher gegen Südkorea gewinnt als gegen Mexiko und gegen Mexiko unentschieden spielt, was ich für wahrscheinlich halte, auch wenn es das letzte Spiel sein wird, ja, dann halt, ne? Wenn Mexiko spielt im ersten Spiel gegen Deutschland, da verlieren sie wahrscheinlich. Dementsprechend ist dann vielleicht ein bisschen der Spirit weg. Und, ach, schwierig. Sie haben einen guten Kader, definitiv. Kein Weltklasse-Kader, keine Weltklasse-Spieler. Abgesehen vielleicht von Lindelöf und von Forsberg, aber die sind eher internationale Klasse als Weltklasse. Aber sie haben einen grundsoliden Kader. Sie haben Spieler dabei, die überzeugen können im Nationalteam, wie Markus Berg, wie Guidetti. Sie haben Spieler dabei, wie beispielsweise Claesson, der bei Krasnodar eine gute Saison gespielt hat und sich da in Fokus gespielt hat. Sie haben Spieler wie Lustig, der einen coolen Namen hat. Sie haben Spieler dabei, wie beispielsweise eben Lindelöf, der immer noch als Talent gilt und bei United zwar nicht so hundertprozentig Fuß fassen konnte, aber trotzdem immerhin bei United im Kader steht. Es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, die Überraschung könnte definitiv Guidetti werden. Ich mag den gerne, ich traue dem viel zu. Ich denke, dass der nicht von Anfang an spielen wird. Ich glaube, wenn sie mit einer Spitze spielen, dann wird Berg starten. Ich glaube, mit zwei Spitzen, dann könnte sogar Toivonen vor ihm starten. Oder eben Thelin als Svenskan. Nee, der kommt aus der Pro League von Vaasland Beveren. Nichtsdestotrotz, Guidetti sehe ich als die potenzielle Überraschung. Oder halt eben Claesson. Claesson hat auch gut gespielt die Saison über und ist auch absolut unbekannt, ist mit Frankfurt in Verbindung gebracht worden und ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei dem ein bisschen was geht im Turnierverlauf. Zumal er sich eben gerade gegen Deutschland beweisen könnte und auch gegen Südkorea direkt im Fokus spielen könnte und dann vielleicht zum Helden avancieren könnte gegen Mexiko. Wer weiß schon. Aber ich persönlich, ja, ich weiß es nicht. Das ist die Gruppe, wo ich mich am schwersten tue, ehrlich gesagt. Ich sehe Deutschland nicht mal als großen Favoriten, aber zum Glück haben sie eine leichte, in Anführungsstrichen, eine leichte Gruppe. Aber Schweden, Mexiko, ich habe keine Ahnung, wer es da machen wird. Mexiko hat nämlich einen richtig starken Kader grundsätzlich. Die haben eine gute Verteidigung. Die haben Moreno, Reyes und Salcedo. Das sind drei Top-Innenverteidiger. Die haben einen guten Außenverteidiger mit Layun. Dazu Guardado, der, glaube ich, im Nationalteam Linksverteidiger spielt. Und Jesus Gallardo, der kann auch Linksverteidiger. Der kommt von Tigres, UNAM. Puma sind das, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht. UNAM, auf jeden Fall dieses coole FIFA-Wappen. Ja, da kommt der her. Die haben eine Menge Tempo, vor allem im Sturm, beispielsweise mit Giovanni Dos Santos, mit Carlos Vela, mit Corona, mit Aquino, mit Irving Lozano natürlich, dem Topstar von Mexiko wahrscheinlich bei dieser WM, der sich richtig in Fokus spielen wird und wahrscheinlich seinen Move oder seinen Wechsel zu einem absoluten Topclub in Europa damit vollziehen wird. Es ist gut, dass er erst zu PSV gegangen ist, sich da weiterentwickelt hat. Ich denke aber trotzdem, dass es nach dieser Weltmeisterschaft keinen Zweifel an seiner Qualität geben wird und dass er zu einem großen Verein wechseln wird.
Ich denke mal, nach England mit ein bisschen Glück in der Bundesliga, mit ein bisschen Pech nach Spanien, muss man sehen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig schlüssig, aber Lozano wird auf jeden Fall überzeugen. Da bin ich mir relativ sicher, dass das passieren wird bei der WM. Oder er wird keine Überraschung, weil man kann es erwarten, dass er gut spielen wird, aber er wird sich trotzdem ins Rampenlicht spielen und er wird der Spieler bei Mexiko sein, da bin ich mir relativ sicher. Chicharito ist nie zu unterschätzen, gerade im Nationalteam, hat auch bei West Ham ordentlich gespielt, nicht überragend, nicht auf dem Level, auf dem er früher mal war, nicht auf dem Level, okay, er war nie wirklich der absolute Top-Stürmer, aber er hat bei United gespielt, er hat bei Real gespielt und hat da immer seine Buden gemacht und auch bei Leverkusen hat er viele Tore gemacht, bei West Ham immerhin 8 Saisontore und West Ham hat echt keine gute Saison gespielt. Im Nationalteam immer gut und ja, ist schwer zu sagen, wer da wirklich die Überraschung sein wird, aber sie haben die Qualität im Mittelfeld mit Guardado, der wahrscheinlich Linksverteidiger spielen wird, mit Herrera, mit Dos Santos, also dem Jonathan Dos Santos, mit Marco Fabian, dazu halt eben in der Offensive. Defensive haben sie auch Qualität. Wie gesagt, ich sehe halt das große Problem, dass sie als erstes gegen Deutschland spielen. Wenn sie nicht als erstes gegen Deutschland spielen würden, würde ich sagen, dass Mexiko weiterkommt, weil sie halt aber als erstes gegen Deutschland spielen. Und als letztes gegen Schweden, die ja dann vielleicht ein bisschen mehr mauern können, weil sie einen besseren Start hatten vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorstelle, aber ich glaube, deswegen würde ich persönlich Schweden bessere Chancen einräumen. Aber das kann auch komplett anders laufen. Es kann auch absolut sein, dass am Ende Mexiko die Gruppe als Zweiter abschließt oder sogar als Sieger. Vielleicht gewinnen die ja sogar gegen Deutschland, weil die sich nicht so gut präsentieren, man weiß es nicht. Aber ja, ich tue mich sehr, sehr schwer mit einer Prognose in dieser Gruppe. Zu guter Letzt kommen wir zu Deutschland und kommen ja zu einem der Favoriten natürlich auch. Ich persönlich tue mich immer damit schwer, Deutschland als Favoriten zu sehen. Ich habe uns bei der EM nicht als Favoriten gesehen. Da sind wir auch dann ja verdient gegen Frankreich rausgeflogen. Ich habe uns bei der WM damals nicht als Favoriten gesehen, wo wir auch natürlich gegen Brasilien 7-1 gewonnen, aber im Rest des Turniers nicht überzeugt haben, zumindest nicht vollends. Und dieses Jahr haben wir wirklich Glück mit der Gruppe, Glück mit dem System. Ich denke, wir können dadurch relativ weit kommen. Halbfinale England. Halbfinale nicht England. Viertelfinale England. Das wäre schon schwierig eventuell, wenn es denn so laufen wird. Warum? Dazu komme ich in dem England-Gruppen-Video. Da gibt es nämlich vielleicht Überraschungen für euch. Wir haben einen hochqualitativen Kader. Wir haben den besten Torwart der Welt. Nicht in meinen Augen, aber in vielen Augen. Mit Neuer. Wir haben den besten Innenverteidiger. In vielen Augen, nicht in meinen Augen, aber auf jeden Fall einen der besten Innenverteidiger mit Mats Hummels. Wenn Boateng fit ist, haben wir vielleicht die beste Innenverteidigung, das beste Innenverteidiger-Duo der Welt. Piqué und Ramos machen sich da sicherlich drüber lustig, aber ja. Dazu gute Außenverteidiger mit Hector und Kimmich, gerade Kimmich, der glaube ich absolut, also Kimmich ist der, dem ich am ehesten zutraue, der Spieler für Deutschland bei der WM zu werden. Einfach weil Kimmich alles kann. Wir haben stabiles Mittelfeld, wir haben starke Außenbahnen, wir haben guten Stürmer mit Timo Werner, wir haben Mario Gomez als Ersatz und ja. Ich frage mich immer noch, wie Löw aufstellen wird. Ich persönlich hoffe, dass die Überraschung der Saison der WM Julian Draxler werden wird. Der kann das. Der spielt im Nationalteam immer gut und der hat das Potenzial, ein richtig, richtig großer zu werden. Hatte bisher Pech mit seinen Wechseln, gerade bei PSG, bei Wolfsburg. Das lief alles nicht so, aber ich glaube, wenn es jetzt gut läuft und Neymar wechselt, könnte der bei PSG absoluter Leistungsträger werden nächste Saison. Und er war auch diese Saison nach Neymars Verletzung schon sehr, sehr gut. Hat immerhin 30 Spiele gemacht, 9 Scorer. Der hat eine Menge Talent. Ich mag Julian Draxler extrem gerne und ich hoffe für ihn, ich wünsche es mir für ihn, dass er die positive Überraschung bei dieser WM wird und sich richtig in Fokus spielt der Welt. Und ja, das wäre mein Wunsch. Das wäre mein Wunsch, dass das passiert. Und das, ja, nein. Frage ist halt, wie sie aufstellen. Ich hoffe, dass Özil nicht von Anfang an spielt. Ich hoffe, dass Özil spätestens nach dem ersten Spiel rausgeht und dass dann eben Müller spielt. Auf der 10 oder halt hängende Spitze besser gesagt und auf Außen halt eben Reus und Draxler. Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil Yogi halt eben Yogi ist und ich ihn nicht mag, aber naja. Deutschland, Turnierfavorit, wie immer, Turniermannschaft, wie immer, aber ich bin skeptisch. Ich lasse mich gerne vom Besseren überzeugen, aber wenn erst während der Gruppenphase und ihr könnt mir jetzt gerne eure Meinung und euren Hate in die Kommentare ballern. Das war's für diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, Deutschland kommt weit. Garantieren will ich es nicht. Ich glaube, wir können sogar gegen Mexiko verlieren. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Und ciao.